Ja, hallo, spontan von mir für euch ein Orakel für die Singles. Und zwar, auf welchen Mensch werdet ihr jetzt treffen? Da haben wir einmal der erste Stapel mit der roten Feder, dieser Stapel hier in der Mitte mit dem Rosenquarz und einmal den schwarzen Tourmalin. Hier ist alles dabei, eine Zeitkarte ist hier mit unter, wie der Mensch ist. Wo ihr drauf achten müsstet, ist ganz spannend. Ich habe die Karten ja schon gesehen, was da rauskommt, auf welchen Menschen ihr hier treffen werdet. Ja, schaut euch die Stapel in Ruhe an und wählt dann einen Stapel. Und dann werde ich gleich für euch hier in die Deutung gehen. So, wir fangen hier an mit dem Stapel mit der roten Feder. Welcher Single erwartet euch denn hier? Da wollen wir doch mal schauen. Als erstes die Schlange, eine Personenkarte. Mal hier. Dann haben wir so rum der Gehängte. Nehmen wir erstmal die Tarot und die Lenormands hier oben. Oh, Königin der Kelche. Ja, genau. Ich kenne diese Stapel ja schon. Und hier geht es wirklich um viel Gefühl. So, ich muss das hier mal ein wenig zur Seite machen. Das Kabel. Kann hier alles noch ein wenig hoch. Wir haben hier genug Platz. Dann könnt ihr nämlich alle Karten wunderbar hier sehen. Und die nehmen wir hier zum Schluss, die Amos-Botschaft. Okay, mit welchem Single habt ihr das denn hier zu tun? Wir haben hier eine Personenkarte, umringt von der Schlange und dem Gehängten. Also, ein Mensch, denke ich, mit fast heilerischen Fähigkeiten, das muss ich wirklich schon sagen. Die Schlange steht ja auch für die Heilung. Und hier neben, direkt neben der Person, dann die Schlange und der Gehängte, also es, du hast es mit einem sehr spirituellen Menschen hier zu tun, der sehr viel Einfühlungsvermögen hat, dem das wichtig ist, dass Emotionen im Fokus stehen, jemanden emotional verstehen. Darum geht es diesem Menschen. Und es geht ums Fließen lassen. Vielleicht ist dieser Mensch auch noch in einem Heilungsprozess, aber ich meine eher, dass von diesem Mensch echt sehr viel Heilung ausgeht. Wir haben hier zu viel Emotionen, nicht zu viele, aber viele. Mit der Königin der Kelche. Ja, der versteht dich halt auf einer emotionalen Art und Weise und du wirst dich, glaube ich, bei diesem Menschen gleich sehr, sehr wohl fühlen. Das kann es hier mit einem Fisch zu tun haben. Es ist möglich, dass dieser Mensch gerade dabei ist, die Perspektive hier in seinem Leben zu wechseln, dass bei ihm auch gerade, dass er in einer Phase war, wo es nicht recht voranging bei ihm oder ihr im Leben. Und jetzt erscheinst du und ihr versteht euch hier auf Anhieb ganz, also sehr gut emotional auf jeden Fall. Zieht ihr euch an. Gleiches zieht Gleiches an. Ja. Ihr schwingt hier doch sehr ähnlich, in einer sehr ähnlichen Frequenz. Und ihr tickt hier ganz einfach gleich. Und das, ja, das ist das Resonanzgesetz, ne? Und das bringt euch hier zueinander. Auch Neptun-Energie hier, ja, also ich glaube mal, es ist nicht geplant. Also ich meine jetzt nicht, du gehst jetzt raus und möchtest jemanden kennenlernen, sondern das passiert hier einfach. Das finde ich sehr schön. Wir haben hier das Thema Mondknoten, ein altes Karma. Vielleicht bist du auch immer anders drauf gewesen, ja, du gingst das anders an und du hast andere Handlungsmuster gehabt, wenn du hier jemanden kennengelernt hast, aber bei diesem Menschen ist das überhaupt nicht nötig. Du merkst hier gleich, muss ich nicht tun, es passt einfach hier zusammen und somit löst du hier auch ein altes Karma hier auf, einen Mondknoten, das ist ja immer das Thema, wenn man das einmal gelöst hat, ist man wie befreit, das ist echt toll. Wenn einem das gelingt, dann ist wirklich wie ein Knoten, der platzt. Und das scheinst du hier mit diesem Menschen hier zu haben, weil wir haben ja auch dieses Thema Heilung. Also es wird bei dir durch diese Person ganz viel geheilt, weil dieser Mensch ist echt klasse, der ist unheimlich spirituell, ja, der versteht ohne Worte, ja. Und das ist wirklich,
ein tolles Gefühl. So, was haben wir hier denn noch? Ja, also Mondknoten, altes Karma hier aufgelöst durch diese Menschen, mit diesen Menschen. Dann haben wir hier Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Ja, und das wird dieser Mensch dir, glaube ich, auch so nahe bringen. Ja, du wirst vergeben können, was immer auch in deinem Leben passiert ist. Du merkst durch diese Person, dass das Leben einfach wertvoll ist, ja, und dass es eben Menschen gibt, die dich komplett hier emotional auffangen können. Und das wirst du mit dieser Person hier auch tun. Dann haben wir hier als Zeitangabe, du kannst aufbauen, 4 Tage, 4 Wochen, viertes Haus, Krebshaus, das Haus des Emotionen, ja, also hier viel, viel Gefühl. Du kannst es mit einem Fisch, mit einem Krebs zu tun haben. Du kannst jetzt, glaube ich, auch emotional richtig aufbauen. Das Thema scheint mir hier am stärksten durchzukommen oder kommt mir am stärksten durch die Emotionen, die hier geheilt werden. Und da kannst du wirklich ein Fundament hier, es wird wirklich wie ein Fundament hier erschaffen durch diese Menschen auf emotionaler Ebene. Und das ist ja die Hauptsache, ja. Und das wirst du wahrscheinlich noch nie so erlebt haben. Und du wirst ja ein großes Thema für dich abschließen können. Fantastisch, ist echt nice, ja, echt schön. So, ein Sternzeichen. Ich nehme mal meinen Würfel. Ups. Da haben wir, nee, das ist der Löwe, ja, das ist der Löwe. Genau. Das ist der Löwe. Du kannst es mit einem Löwen zu tun haben, ja. Ein Feuerzeichen, aber viel Wasser drin. Vielleicht hat der viel Wasserzeichen in der Chart, aber Krebs, Skorpion oder Fische. Aber das musst du denn sehen. Aber das spielt ja auch nicht so die Rolle. Es ist ja Hauptsache, ihr versteht euch da und diese Energie bringt dieser Mensch mit. Ja, meine Lieben, für die rote Feder, schaut euch gerne die anderen Stapel an. Ist auch sehr interessant. Wie gesagt, ich habe sie alle schon gesehen. Tolle, tolle Single dabei, die ihr kennenlernen werdet. Und hier auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Menschen. So, der Rosenquarz haben wir hier. Du hast diesen Stapel hier gewählt und meine Kamera. Ich bin heute aber auch etwas hektisch. Ich stoße da immer gegen. So, wir machen weiter mit diesem Stapel, dem Rosenquarz. Hier. Was hast du denn da? Einmal der Park. Ich glaube, das wird ist ein wenig anders als bei dem Stapel mit der Feder. Jetzt machen wir mal ein bisschen andersrum hier, ne? So. So, dann schieben wir das mal alles hier ein wenig nach oben. So, ja, ich glaube hier. Anders wie beim ersten Stapel, du bist hier unterwegs und lernst diesen Mensch irgendwo kennen, wo du dich vielleicht mit Kumpels oder Freunden treffst oder irgendwie irgendwo eine Veranstaltung. Das kommt mir hier so rein. Und du weißt, was du willst, ja. Und ich glaube, daran wirst du merken, dass du diesen Menschen auf diesen Menschen triffst, weil du gehst nämlich raus und hast bestimmte Vorstellungen hier mit dem Jupiter, Ideale und Weite. Jupiter ist nämlich nicht nur der sogenannte Glücksplanet, sondern macht alles größer, ja. Und deine Ideale hängen ziemlich hoch. Das kann so aussehen, der muss sportlich sein, der muss klug sein, der muss den Beruf haben, solche Geschichten. Du hast ja schon sehr klare Vorstellungen. Ist ja auch nicht verkehrt, dass man genau weiß, was man will. Nur lass dich hier nicht täuschen mit den 7 der Kelchen. Das ist Neptunenergie, das ist die Täuschung, die Illusion. Weil ich meine, dieser Mensch wird dir erstmal vielleicht unangenehm auffallen. Wo du denkst, ja, was ist das? Das geht gar nicht. Weil wir haben hier mit den 6 der Stäben, das ist die Siegeszugkarte letztendlich, aber auch die Karte, wo jemand sehr, sehr überzeugt von sich ist, ja. Der kommt rein und denkt, er ist der Größte, sehr viel Selbstvertrauen, so tut er jedenfalls, ja. Denke immer daran, es muss nicht immer so sein, wie ein Mensch dich gibt, so muss der nicht wirklich sein. Es kann auch Unsicherheit sein. Ich habe mal gehört, das finde ich auch
oftmals richtig Menschen, die sehr arrogant sind, ja, die sind im Grunde genommen sehr, sehr unsicher, weil die das so wie ein Schutzschild vor sich tragen, damit niemand so richtig an sie rankommt. Also von daher, Obacht, urteile nicht zu schnell. Wenn du jemanden triffst, der, wo du meinst, oh, der geht nicht, dann ist das diese Person. Es lohnt sich, dahin zu schauen. Weil mit dem Kompass als Zusatzkarte wiegst du echt ab. Denkst du, hä? Eigentlich überhaupt nicht mein Ding, dieser Mensch, aber irgendwas zieht dich denn ja doch hin. Also du spürst dann doch schon eine gewisse Sympathie, du, die dir wahrscheinlich gar nicht erklären kannst. Wir haben hier nämlich Urteile nie über einen Mitmenschen. Urteile nicht zu schnell, ja, das will diese Karte sagen. Es kann hier wirklich ganz anders sein, weil wir haben nämlich 7 der Kelche und das ist eben diese Täuschung. Ja, Jupiter ist aber auch natürlich auch der Glücksplanet, ne? Dass du rausgehst und bupp, da ist dieser richtige Mensch. Das ist ja auch Neptun-Energie, der ist da. Man erklärt, kann es sich nicht erklären. Er ist da und alles ist gut, ja. Aber wie gesagt, schau dir diese Menschen doch etwas genauer an, bevor du da ein Urteil triffst. Und dann haben wir nämlich Hingabe. Lass los und alles wird gut. Lass deine alten Vorstellungen los, lass deine Überzeugung los, deine Wertvorstellung, wie ein Mensch zu sein hat. Gib dich diesem hin und du wirst erkennen, dass dieser Mensch auch tatsächlich was hat, was dir sehr, sehr gut gefällt. Dass das oftmals so ein Schutzschild ist, die Menschen so tragen halt, ja. Man hat viele Masken und es ist nun mal leider so, dass die meisten nicht 100% authentisch sind, aber in diesen Menschen steckt hier mehr. Wir haben hier noch, es geht fast zu schnell, ja, siehst du, ein Tag, eine Woche, dann geht es nämlich ratzifatzi hier. Du kannst es auch mit einem Feuerzeichen zu tun haben, mit einem Widder, erstes Haus, kardinales Feuer, so tritt der vielleicht auch auf, ja. Das ist so wie der Herrscher, Widderenergie, die gehen raus, wollen das haben und gucken nicht rechts, nicht links, machen das aber auch nicht aus bösem Willen, sondern die merken es halt nicht. Und so kann dieser Mensch sein, dass der auch einfach zu viel Feuer hat und sehr schnell hier bei der Sache ist. Und das bist du vielleicht auch gar nicht, das ist vielleicht gar nicht so dein Ding, ja. Aber wart es ab, gib dich diesen Dingen hin, das ist hier der Rat auch. Und dann kannst du mit diesem, kannst du dir das erstmal genauer anschauen, wie dieser Mensch denn wirklich tickt. Ja, so, jetzt ein Sternzeichen. Was ist denn das? Das ist Jungfrau. Kannst du es mit einer Jungfrau zu tun haben hier? Wir haben hier Jungfrau, dann haben wir hier Feuer. Neptun kann auch Fisch sein, ja. Der Würfel sagt hier Jungfrau. Eigentlich eher untypisch für eine Jungfrau, die stehen ja eher so von der Wesensart mehr in der Beobachterrolle, ja. Vielleicht magst du das auch nicht, ne? Du kennst ja selbst so deine Vorlieben, wie dein perfekter Partner hier auszusehen hat, ja. Aber der Hinweis ist wirklich hier, wenn der dir erst nicht sympathisch ist, dann ist das dieser Mensch, auf den du triffst, mit dem das was werden kann. Jo, das war hier der Rosenquarzstapel. Ich gehe zu dem letzten Stapel. Auch sehr spannend. Alles spannende Stapel hier. Bleib da ruhig mal dran. Und wenn nicht, dann wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Single hier. Ja, willkommen hier zum letzten Stapel. Du hast diesen schönen Schutzstein, den Turmalin hier ausgewählt. Wunderbarer Stein. Hat unheimlich viel Power, wenn man den hier in der Hand hat. Da merkt man richtig diese Energien von diesem Stein. So, jetzt schauen wir mal den Single, der für dich hier ist. Unten. Ja, ich finde diese Stapel hier alle sehr, sehr interessant und ich merke auch diese Fische-Energie hier, diese Emotion. Da
Es sind viele von betroffen, gerade, oder was heißt betroffen, ja, können das nutzen, auch Saturn in den Fischen. Ich sage es immer wieder, Träume werden wahr. Und ich kenne die Stapel ja schon und hier ist es wohl auch so. Zwei Seelenpartnerkarten, ja, Hund und Fische. Du triffst hier wirklich einen Menschen, der dir seelisch unheimlich nah ist. Wieder mit viel, viel Gefühl. Aber anders als bei dem Rosenquarzstapel, dieser Mensch befindet sich noch ein wenig in der Trauerphase. Der betrauert noch was, ja? Und wir haben das hier wirklich so, diese Aufforderung an dich. Drücke deine Gefühle aus. Also, du wirst das verstehen, dieser emotionale Prozess, wo dieser Mensch gerade drin ist, denn du kennst das. Dieser Mensch mag das überhaupt nicht, dass man fake ist. Der will Authentizität, der möchte, dass man ehrlich über Gefühle redet und mag keine Oberflächlichkeiten. Und du bist auch so, ja. Vertrau da deiner Intuition, ist der nächste Ratschlag. Wenn du diesen Menschen siehst, der ist ehrlich, der möchte tiefe Gespräche, der möchte seine Gefühle ausdrücken und erwartet das auch von dem anderen, sonst wäre das nichts. Oberflächlichkeit ist für diesen Menschen hier nicht drin. Also trau dich hier wirklich auf dein Bauchgefühl zu hören und rede über die Gefühle, die du wirklich hast. Versuch hier nicht irgend so ein Fake zu machen. Steht dieser Mensch nicht drauf und du auch nicht. Das ist nämlich eine seelische Verbindung. Und dann haben wir nämlich das Ass der Kelche, das ist der Neubeginn. Die Gefühle, die wieder anfangen in einem zu sprudeln, ja? Wenn ihr im Gespräch seid, wirst du das hier auch merken, diese Emotion. Man fühlt sich wieder lebendig. Das wird das sein. Man fühlt sich wieder emotional lebendig. Du mit diesem Menschen und dieser Mensch mit dir. Ja, ganz viel Unausgesprochenes eigentlich. Du wirst das merken, ja. Und wenn du mit dieser, nochmal, wenn du mit diesem Menschen kommunizierst, drück wirklich aus, was du fühlst. Sag die Wahrheit. Das kommt hier gut an und da wirst du auch schnell merken, dass hier wirklich auf einer Welle schwingt. Hier von den Astrokarten, erstes Haus, Selbstidentität, genau. Ne? Noch ein Hinweis. Sei du selbst, sei du, wie du bist. Und dann ziehst du auch den an, der zu dir gehört. Und das wird dieser Mensch hier sein. Wir haben hier nochmal Manifestation. Saturn in den Fischen. Ich sage das immer wieder. Haben wir jetzt Saturn in den Fischen? Saturn ist der Planet der Realität, auch der Grenzen, aber das, was wahrhaftig ist. Und deine Träume werden in Erfüllung gehen. Die Wünsche werden hier in Erfüllung gehen, ne? Werden in die Realität gebracht. Saturn in den Fischen. Vielleicht hast du da überhaupt nicht dran geglaubt, aber jetzt ist wirklich dieser Mensch, den du dir immer gewünscht hast, mit dieser Energie da, dieses tiefe emotionale Verständnis. Das ist echt super, sehr schön. Ja, dann haben wir noch den Montag. Hier tausche dich aus, lass dich beraten. Der Mond, ja, geht sich auch wieder ums Gefühl, ja, und mit dem zweiten Haus, komm in die Handlung, ja. Zweites Haus, auch Stier ist das, Authentizität, Natürlichkeit. Drücke dich natürlich aus. Versuche hier nicht zu künsteln. Genauso wie du bist, so musst du hier sein, darfst du hier sein. Tausche dich aus, ja, tausche dich mit diesen Menschen aus. Lass dich beraten. Glaube ich eher, dass ihr euch gegenseitig halt beraten könnt, weil ihr euch einfach unheimlich gut versteht. Ihr wisst, was der andere durchmacht, was der fühlt. Und da werdet ihr drauf aufbauen können, auf die Emotionen. Ja, ich sage es nochmal hier, Seelenpartner kann das sehr starke Anzeichen, ne, dafür. Seelenpartner heißt ja letztendlich auch, dass man sich in der Seele wahrnimmt und sieht und einfach versteht, dass man da nicht viel erklären muss, weil, ja, weil das gleich schwingt hier, ja. Und deswegen sagt auch, wie du dich fühlst. Und dann wird das hier, glaube ich, wirklich eine gute Geschichte mit diesem Menschen sein. Was haben wir hier? Ja, gut, Fische, ne? Klar kann ein Wasserzeichen sein, aber wir haben jetzt noch mal hier meine Astrowürfel. Da haben wir jetzt den Wassermann. Es kann sich hier um einen Wassermann handeln, den du hier triffst.
Pluto geht ja jetzt auch in den Wassermann Ende März, ganz, ganz wichtig. März ist sowieso der Monat, wo astrologisch wirklich unheimlich viel los ist. Ich habe das ja auch schon beim anderen Video gesagt. Aber nochmal zu deinem Stapel hier. Also, du kannst es hier wirklich mit dem Seelenpartner zu tun haben. Und es wäre schade, wenn du da dran vorbeiläufst. Und schau mal hier. Diese zwei Kelche, die hier stehen, wo dieser Mensch sich denn umdrehen kann und wo du dich vielleicht auch umdrehst, das ist dieser hier. Das ist der dritte. Das wird nicht mehr betreut. Man dreht sich hier um und man spürt, das ist echt, das ist gut. So, das waren jetzt alle drei Stapel für die Single. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war was für dich dabei. Wenn nicht, schreib mich gerne an. Wenn du noch astrologisch Fragen hast, ja, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich finde das sehr spannend jetzt gerade. Die Zeiten werden immer schneller, immer ja, spannender auch, was für Energien da sind. Man kann die wirklich gut für sich nutzen. Im März, wie gesagt, ist wirklich der wichtigste Monat in diesem Jahr. Laut den Astrologen auch. Und ich sehe das ja hier auch bei meinen Legungen und bei meinen Beratungen. Wenn wir uns nicht hören und sehen, dann mach's gut. Einen schönen März für dich mit deinem Single. Mach's gut, dein Löwenherz.